Herzlich willkommen, Leute. Bye. Wir sind heute auf dem Wasser unterwegs, weil wir uns überlegt haben, mal angeln zu gehen einfach. Wir machen was anderes, wir fahren heute einfach mal angeln. Die nächsten Folgen werden dann wieder Fahrradvideos und Skateboardvideos. Aber heute gehen wir mal angeln. Nein, Spaß. Wir gehen angeln und zwar auf Precht. Aber nicht so wie sonst immer, sondern heute mal mit Pose und Köderfisch. Ja. Denn das haben wir erstens traurigerweise schon ein paar Mal probiert ohne Erfolg. Man muss auch dazu sagen, dass wir es wirklich immer zu den Zeiten gemacht haben, beziehungsweise probiert haben, wo es einfach ultra scheiße war. Ja, wo halt alles andere scheiße war und wir dachten, wir machen einfach das, weil das funktioniert. Richtig. Oder das hat wo nicht Eis drauf war und da waren schon ein paar Versuche. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar Mal gefailt. Und heute hoffentlich nicht, ey. Aber die Umstände sind wirklich gut. Also wir hätten heute auch wirklich Spitzfischen gehen können. Ne? Ja, nur ist das Wetter, es ist eigentlich nicht so das Hechtwetter. Strahlend blauer Himmel und Sonne. Kaum Wind, aber ja, mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem den einen oder anderen. Wir wollen auch mal einen mitnehmen. Also ich will den gar nicht haben, sondern ich sollte meinem Onkel meinen mitbringen. Das heißt, wenn man schön fangen, mit einem schönen Maß, also nicht zu groß und nicht zu klein, so dann... Zwischen 60 und 70 ist optimal, finde ich. Zwischen 60 und 80 hätte ich jetzt so gesagt. So 70, 75 ist perfekt eigentlich. Das ist auch wirklich die einfachste Montage, die man machen kann hier. Ich habe eine Stopperperle aus Gummi, eine 15 Gramm Pose, einfach nur eine Bleimurmel, ein Karabiner, ein Wirbel, ein Stahlvorfach. Okay, ich habe jetzt die richtige Obernoob-Variante gewählt, ein Fertigstahlvorfach, wo ich hinten in den Karabiner ein Drilling reingehangen habe, aber das ändere ich gleich noch. Das ist jetzt nur, damit ich erstmal gleich eine Route draußen habe. Ich habe mich gerade erstmal gefragt, ob er denn jetzt die Bleimurmel nach der Pose direkt drauf machen soll oder erstmal ein Karabiner. Ich habe gesagt, ja, wo soll danach denn noch die Bleimurmel hin? Kann ja sein, dass es da irgendeinen Trick gibt. Beim Lochblei. Beim Lochblei. Dass man es nur anklemmt. Genau. So Leute, eigentlich sollte ich Yoshi eine Rolle mitbringen und ich habe es verpeilt. Ich habe einfach weder für ihn noch für mich eine Rolle mitgenommen. Und jetzt musste ich meine von einer Spinnrute abbauen und mache mir die jetzt hier ran. Er hat das gleiche gemacht. Wir machen uns nämlich beide zwei Routen fertig, eine mit einer normalen und eine mit einer Segelpose, damit wir immer switchen können. Und außerdem habe ich ja eh gerade gesagt, dass ich einmal noch ein richtiges Vorfach mir auch bauen will. Nee, der Typ kommt mit einer Motorsäge raus. Velo-Vorfach, wirklich? Ja. Leute, jetzt schon mal sorry für die ganzen... Jetzt wird gemotorsägt. Motorsägengeräusche, ich hoffe, das verschreckt die Fische nicht. Wir angeln übrigens heute, glaube ich, beide mit den All Blacks, ne? Ich habe einmal die 240er 40 Gramm und einmal die 270er 50 Gramm. Aus dem Grund, weil ich keinen anderen gefunden habe gerade. Da ist er. Aber eigentlich optimal wäre die 240er 80 Gramm, ne? Vom Boot jetzt fürs Köfi-Angeln. Hab ich. Hast du? Hab ich. 240 80 Gramm. Ja. Ja, die ist perfekt. Und als zweite Route, wo keine Sägepose dran ist, habe ich jetzt eine Jigsaw 240. Ein bisschen weicher, aber geht auch voll klar. 240 40 Gramm. Wie gesagt, wir haben hier kein Hindernis im Wasser, wir angeln relativ flach, brauchen leichte Posen. Also weich ist eine Jigsaw überhaupt nicht, im Gegenteil, die ist sogar noch straffer als die All Black an sich, aber natürlich von der Power her 40 Gramm gegen 80. Mal gucken, wir müssen uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen organisieren. Hier sieht es ja auch noch aus, Junge. Köderfische haben uns organisiert. Ich hab ein bisschen. Echt? Alter, ging das schnell. Ich sag so zu Yoshi, das ist kein Biss. Die Pose wäre doch weg, wenn es ein Biss wäre. Allerdings sieht es schon komisch aus. Oh, das ist der erste. Und da ist der erste. Wie geil. So klein ist er nicht. Eigentlich die perfekte Größe. Wollte ich gerade sagen, eigentlich genau die richtige Speisegröße. Und einkassiert. Alter, wie lange haben wir gerade gewartet? Eine Minute? 2,5 Minuten. So, dann zeig mal her den Burschen. Ja. Schöner. Bürschchen. Geil. Gut genährt, wa? Ja, dafür, dass eigentlich gerade ja noch nicht so lange nach der Laichzeit ist und die theoretisch jetzt total dünn sein müssten, sieht der schön aus. Nice. Ist der jetzt für deinen Onkel? Nee, der war so gut gehakt. Ich würde sagen, den lassen wir zurück. Nicht, dass wir, genau, wenn wir heute nochmal einen kriegen, der vielleicht schlechter gehakt ist. Ja, wie gerade schon gesagt, ich wollte echt, ich habe deswegen den Biss nicht perfekt drauf gehabt, weil ich dachte, ach Mann, ey, jetzt treibt seine scheiß Segelpose mir voll in die Schnur. Versuchst du meine Schnur aus seiner Pose zu friemeln? Einmal, schum, geht knallt die runter, Rakete, Alter. Ich dachte so, die Pose geht so ganz langsam unter, wie so eine... Wie bei einem Karpfen, bei einer Schleie. wie so ein Maiskorn, der weggezogen wird. So, wir haben jetzt alle Routen wieder drin. Und jetzt mal kurz Zeit, erstmal was zu essen. So stelle ich mir nämlich dieses Ansatzangeln vor. Ja, nicht diese Hektik. Ersten Wurf, ey, 2 Minuten direkt Fisch dran, alles hier
fliegt übers Boot, so, du hast noch gar nicht dich fertig gemacht. So wie es jetzt ist, muss sein, schön entspannt. Keiner geht immer auf den Sack, auch kein Fisch. Alles, was ich brauche, ist übrigens so eine kleine Cooling Bag von Zeck, die ist eigentlich für Tauwürmer. Aber weil ich Tauwürmer nicht so gerne esse, habe ich mir hier was anderes reingepackt. Eine Flasche Wasser, eine Flasche Bier, natürlich Corona, was sonst. Und zwei Flaschen Essen. Y-Food. Also hier sind Vitamine drin, Minerale drin, Ballaststoffe drin, viel Protein drin und es schmeckt bei, also gerade das hier, dieses Crazy Coconut, das schmeckt übertrieben krass, wirklich. Also ich habe das, wie gesagt, neulich von Yoshi bekommen und fand es richtig geil. Wollte mir das dann bestellen und dachte ich mir, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert oder was? Ich frage einfach mal, ob wir nicht auch zusammenarbeiten können bei Y-Food und dann habe ich die Sachen bekommen. Und dafür bekommt ihr jetzt auch noch Rabatt. Also ich habe Y-Food bekommen und ihr bekommt ja mit dem Code MAXI10 auf Y-Food nochmal 10%. Wenn ihr euch da was bestellt, wie gesagt, gerade zum Angeln finde ich wirklich eine richtig, richtig gute Sache, wo ich häufig keine Zeit habe, entweder was zu machen, keinen Bock habe, viel mitzuschleppen. Vor allem auch, wenn man unterwegs ist vom Ufer. Also checkt das auf jeden Fall mal ab. Wirklich gute Sache. Ja, Yoshi ist gerade der Köderfisch von der einen Route abgegangen, hat die andere genommen. Wollte sie hier vorne mal ans Boot legen, hier wo es tief ist. Und hat einen drauf. Ja. Da kam natürlich auch direkt hoch hier vorne am Boot. So, der ist jetzt ein bisschen klein. Würde vielleicht gerade so gehen, aber der ist auch dünn, an dem ist halt nicht viel dran. Und deswegen kommt auch der erstmal wieder. Hier vorne vom Schilf hat es jetzt gerade geraubt. Und da würde ich mal gucken, wenn ich direkt einen Wurf dahin mache, ob der vielleicht auch direkt beißt. Gerade nochmal ein bisschen flacher gestellt als vorher. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich frage mich immer, wenn er raubt, dann, oh, Hose weg. Instant, Dicker, instant, komplett weg. Soll ich ihm geben? Fühlung aufnehmen. Und der kommt, glaube ich, auf mich zugeschwommen. Jo, jo, hängt. Oh, der gibt auf jeden Fall gut Gas. Egal wie groß er ist, auf jeden Fall ist er ein Sportler. Da kommt die Pose. Oh ja. Achtung. Geil. Hey. Nee, ist gar nicht so groß. Ja. Ein sportlicher. Ein sportlicher Pikey. So. Ah. Ah. Der will nicht so richtig stoppen. Herrlich unterlegt vom Motorsägen. Von einem Anwohner hier. Sag mal. Ja, was sag er mal? Herrlich. Peschert. Jawollo. Boah, schön. Richtig nass gemacht. Lieben wir. Das lieben wir am allermeisten. Der will nicht aufgeben, wirklich. Weißt du, was ich mich frage? Ob wir mit Kunstködern jetzt hier auch 3 Hechte gefangen hätten. Traurig, ne, dass wir keine Kunstköder eigentlich haben. Und das auch nicht das Ziel ist. Wird der in die Pfanne wandern? Könnte es eigentlich ein Pfanniger, wa? Schönes Ding, ne? Definitiv. Ist der wieder. Der ist fett auf jeden Fall. Alter, die müssen sich da richtig vollpellen mit den kleinen Plötzen. Das war schon Nummer 3. Drei Stück haben wir. Wir werden uns jetzt wir hatten eigentlich vorhin ein paar Köfis eigentlich nur gekillt und ins Boot gelegt sozusagen. Jetzt werden wir aber doch nochmal unseren Eimer, weil wir da nicht so viele bekommen haben, unseren Eimer aktivieren und uns einen Eimer schmeißen und die dann bei Bedarf töten, weil eigentlich, also es läuft ja gut, wir hatten uns 4 geholt. Wenn wir jetzt aber noch, weiß ich nicht, 10 holen und dann fangen wir aber nur noch 2 Hechte, dann haben wir 8 Fische umsonst getötet und deswegen kommen die jetzt in den Eimer so lange. Und wenn wir sie nicht brauchen, dann kommen sie am Ende wieder ins Wasser. Und Yoshi hat auch unseren letzten Köderfischenbiss. Was war das denn? Das war noch offen. Bist du ein Anfänger, Dicker. Richtiger Animateur.
Nein. Und ausgestiegen. Das war die Rache. Zu Recht. Zu Recht. Zu Recht, Alter. Abgefressen. Jetzt heißt es ab ans Ufer. Richtig. Plätzen holen. Ja, und so sieht der Köfi dann aus, wenn so ein Hecht sich den mal ein bisschen genauer angeguckt hat. Schade. Aber ich wollte euch ja immer zeigen, mit welcher Köfi-Größe wir angeln. Wir haben uns jetzt neue geholt. Und ja, das ist sie. So, die Größe. Eigentlich kann man sagen von, naja, also handlang, meine Hand ist sehr groß. Also das sind jetzt hier so 15 cm, würde ich sagen, ungefähr, die Plötze. Von, immer abhängig davon, wie groß die Plötze richtig, was die gerade fressen. Normalerweise würde ich gerne noch viel größere nehmen, aber hier sind halt diese Kleinen jetzt unterwegs. Und dann eigentlich auch mit den Kleinen, weil das auch das ist, was die halt fressen. Neulich schon mal einen mitgenommen und der hatte auch genau diese Plötzen hier im Bauch. So. Vorfächer habe ich ein paar gebaut. Jetzt könnte es langsam von mir aus auch wieder losgehen mit dem Beißen. Ich mache mir jetzt hier gleich einen kleineren Haken ran. Wie gesagt, es ist halt auch nicht so schön gewesen, dass ich eben da gebastelt habe. Da war hinten noch ein Snap dran, weil es eigentlich zum Spinnangeln ist. Jetzt hier so, ist mir das halt tausendmal lieber. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine ganzen Vorfächer immer so baue, ob es ein Shallow Rig ist oder sowas oder ein Stinger oder ein normales Hechtzander, Barsch, was auch immer Vorfach, packe ich euch die Links zu den Videos unten in die Beschreibung. Ich habe jetzt hier gerade mal meine Pose direkt am Boot runtergelassen, weil ich sie eigentlich gerade reingeholt habe, um nochmal neu zu werfen, näher ans Schilf. Jetzt habe ich hier unten einen Fisch gesehen. Ah, und der kommt auch hoch, der kommt hoch. Jo, jo, und ich habe es. Vertikal angeln mit Pose. Nein, und ausgespuckt, die Ratte. Hast du gesehen? Nein, ich habe nicht mehr gesehen. Ah, fuck. Hing nicht. Scheiße. Während ich hier Drohnen-Shots machen wollte, geht mein Ruder hier neben mir voll ab. Ich muss jetzt schnell die Drohne grabben. Aus. Alter! Oh, was hab ich denn getroffen gehabt? Dickerchen! Die ganze Zeit passiert nichts, ja? Nein! Boah, der war richtig gut, Dicker. Ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit passiert nichts und jetzt habe ich direkt eine richtige Maschine drauf. Oder kommt er doch nochmal? Doch! Hängt! Hängt, Alter, er hat den einfach nochmal genommen. Wie krass! Ich wollte auch gerade sagen, wo bleibt denn dann aber die Pose? Aber jetzt. So ob es derselbe ist? Würde ich gerade sagen, er fühlt sich überhaupt nicht mehr so groß an wie eben. Ja. Siebt schon? Siebt schon. Alter, ist der grün oben. Boah, sieht geil aus. Richtig hübsches Vieh. Einfach nochmal genommen. Ja. Wie geil. Dass der auch nicht abgegangen ist, der Köderfisch. Dass er übelst lange hängt und den einfach normal nimmt. Was für ein dummer Fisch. Hat er sich meine Plötze. Ja, da treibt sie. Können wir wieder verwerten. Können wir nochmal nehmen. Geil. Eigentlich schon. Na, wieso nicht? Oh, hier ein Kescher. Ein Kescher? Ein Kescher. Oh, ich dachte gerade in meine Route, ey. Schöner Fisch, oder? Ja, der ist schön. Auf jeden Fall der größte bisher. Jo. Geil. Das ist jetzt Nummer? Beim Drohnefilm. 4, oder? 4, ne? Dein den zweiter? Wir gelandet haben. Mein zweiter. Du hast auch 2. Ja, stimmt. Geil. Nice. Sau. Selber. Schön. Schön, Max. Schön, sehr schön. Also wir dachten bei dem Start, dass es heute richtig abgeht, aber so richtig abgehen tut es jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir haben eben schon mal hier so ein bisschen den Spot immer gewechselt am Ufer. Näher dran, weiter draußen, weiter links, weiter rechts, die war halt Weißfisch, deswegen standen wir hier an der Stelle. Ich würde aber sagen, wir fahren jetzt nochmal einen anderen Spot an und hoffentlich kriegen wir da dann auch nochmal einen Abschlussfisch. Oder was meinst du? Klingt gut. Und da sitzt er. Ist das der Abschlussfisch? Da kommt der Hecht. Süßer. Ein süßer Kleiner. Spritzer. Während Joshi seinen abhackt, ist meine Pose jetzt gerade abgedampft. Und der zieht. Der zieht, der zieht, der zieht. Na? Bei mir hängt einer. Nein! Joshi ist ein kleiner, der geht zurück und meiner ist auch hier. Meine andere Route wollte ich gerade fertig machen zum Spinnfischen. Cherry Stick. Die liegt hier einfach rum. Fast wäre da auch noch reingeschwommen, ey. So, da ist meiner.
Wäre jetzt auf jeden Fall auch ein schöner Abschlussfisch, würde ich sagen, oder? Vor allem, weil es jetzt nochmal fast doppelt drin war. Yoshis war gelandet, meiner kam gerade raus. Der ist aber auch ein bisschen klein, der darf auch wieder zurück. So, auch wenn der letzte jetzt hier nicht saß, aber wir sind gerade an einen neuen Spot gekommen nochmal und haben hier nochmal Weißfische gefunden. Wie war es nicht gut gewesen? Zack, hat es direkt nochmal zweimal geknallt. 6 Stück hatten wir jetzt insgesamt und dafür, dass wir erst heute echt spät losgefahren sind, quasi nur nachmittags geangelt haben, also nicht quasi, sondern ausschließlich nachmittags geangelt haben. Und jetzt könnte man theoretisch auch noch ein bisschen, ist gerade mal 17:30 Uhr, aber ich denke mal, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir haben uns unseren Hecht mitgenommen. Den werden wir uns schön schmecken lassen, schön in Senfsoße oder eine schöne Hechtsuppe. Schöne Hecht. Zieht jetzt hier auch schon wieder. Oder in Dillsoße oder in... In Dillsoße. In Dillsoße, schön in Dillsoße. Ich hatte heute einen Hecht auf dem Anstecker und den mache ich mir heute Abend noch schön in Dillsoße. Hat einer von euch übrigens mal, kurze Frage nebenbei, schon mal einen Hecht geräuchert? Ich weiß, er wird sehr trocken. Geräuchert und dann in Öl eingelegt. Das macht Berko aus dem Angelladen hier. Okay. Immer. Und mein Vater sagt, das ist das Krasseste. Echt, ja? Ja. Nee, Hecht. Okay, Leute. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge Angeln Maximal oder in der nächsten Folge Yoshinator. Da müsst ihr auf jeden Fall auch nicht einschalten. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Vergesst außerdem natürlich nicht den Code MAXI bei euren Bestellungen bei ZEG oder den Code MAXI10 bei eurer Bestellung bei YFood. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge schon wieder, habe ich eben schon gesagt. Ja, wir sind durch von der Sonne, also haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.